Hallo und herzlich willkommen, liebe Autophilou-Fans, zu einem weiteren Autobahn-Reichweiten-Video mit dem nagelneuen Renault Megane E-Tech 100% Electric Techno EV60 220 HP Optimum Charge. Das ist der Name dieses Modells, so wie es hier steht. Der ist 4,2 Meter lang und gehört somit in die Kompaktklasse und hat Konkurrenten wie den ID3, Hyundai Kona, Cupra Born. Und er packt in seine 2,69 Meter Radstand eine 60 Kilowattstunden Netto-Batterie, damit ein bisschen mehr als der ID3 mit 58 Kilowattstunden und soll laut WLTP 450 Kilometer weit kommen, zumindest mit diesen 20 Zöllern. Wir haben hier Goodyear Efficient Grip Performance drauf in der Dimension 215/45 R20, sowohl vorne als auch hinten. Er soll, wie gesagt, 450 Kilometer laut WLTP weit kommen. Auf der Autobahn bei 130 nach GPS wird er das nicht schaffen. Die Frage ist, schafft er 300 Kilometer oder schafft er sie nicht? Wir haben heute herrliches Wetter, 30 Grad Celsius und er lädt jetzt gerade noch auf 100% voll. Und sobald das getan ist, werden wir losfahren. So, wir sind abfahrbereit. Das Fahrzeug sagt 100% Akku. Auch die App, die Handy-App, die es gibt, sagt 100% Akkustand. Das heißt, wir können jetzt zum einen unter Driving Eco eine neue Reise starten. So, und ihr seht auch hier, bisheriger Verbrauch 17,5 Kilowattstunden. Bei 576,8 gefahrenen Kilometern. Und wir starten natürlich auch wieder Runtastic. So, Start Motorradfahren und los geht's. Nochmal resetten und wir fahren los. Ja, und wie ihr seht, ich bin wieder im Komfortmodus unterwegs. Ich könnte hier auch umschalten zwischen Eco, Sport, persönlich und dem Komfortmodus. Aber ich fahre wieder wie gewohnt im Komfortmodus. Die Klimaanlage ist auf 20 Grad Celsius eingestellt, weil es heute so brutal heiß ist mit 31 Grad Celsius Außentemperatur. Und sie läuft im Automatikmodus, gerade deshalb auch das starke Gebläse. Ich habe den Innenraum auch vorklimatisieren lassen und hier sei angemerkt, dass das sehr laut ist. Also wenn ihr das für 6 Uhr in der Früh plant, freuen sich die Nachbarn wahrscheinlich nicht. Die ersten 100 Kilometer sind gefahren. Ihr seht es hier, zumindest laut GPS. Das Auto sagt, wir haben noch keine 100 Kilometer und der Durchschnittsverbrauch steht momentan bei 21 Kilowattstunden. Und ihr seht auch, ich fahre 132 km/h nach Tacho, um 130 nach GPS zu fahren.
Fahrräder stehen nahezu alle still, kein Wunder bei 1,5 Meter Windgeschwindigkeit. 50% im Akku, das heißt, es ist Zeit abzufahren. Wir haben 144 Kilometer bis jetzt laut GPS zurückgelegt, 140 laut Auto. Und ihr seht den Durchschnittsverbrauch 20,5 Kilowattstunden. Also wir drehen jetzt bei Ips um. Ja, wir sind jetzt an St. Pölten vorbei, beziehungsweise St. Pölten ist links von uns. Nach 193 gefahrenen Kilometern haben wir noch 33% im Akku und noch 99 Restkilometer. Und jetzt wäre es doch mal an der Zeit, Durchschnittsverbrauch übrigens 20,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, jetzt wäre es doch mal an der Zeit, den Sprachassistenten auszuprobieren. Aber nachdem das ein Android-System ist und somit Google Maps, navigiere zu Smartrix Seestadtstraße. Die Adresse Smartrix Seestadtstraße kann ich leider nicht finden. Wo möchtest du hin? Navigiere zu Smartrix Ladestation Seestadtstraße. Nach Smartrix Ladestation navigieren. Start. Ja, und weil das eben ein Android-System ist, muss man Smartrix Ladestation Seestadtstraße sagen. Smartrix Seestadtstraße alleine reicht nicht. Und es wird wieder, wie immer, eine knappe Geschichte. 96 Kilometer im Tank und 94 noch zu fahren. Halleluja! Auf geht's! 10% im Akku und 36 Kilometer Restreichweite. Der Durchschnittsverbrauch steht momentan bei 20,7 Kilowattstunden und ich habe noch 34 Kilometer zu fahren. Also, ihr seht auch, ich komme mit 0% Akku an. Wahnsinn! Jetzt bei 6% kommt die Warnung. Wenig Restreichweite und ich soll doch den Eco-Modus berücksichtigen. Aber zum Glück kommt jetzt eine 100er-Zone. Beziehungsweise sogar 80 Baustelle. Ah ja, bei 4% gibt es bing, bing, bing eine akustische Warnung und er schreibt jetzt nur noch Strich, Strich, Strich hin. Und wir haben noch 13 Kilometer muss ich noch fahren, aber das schaffe ich. Das bin ich mir ziemlich sicher. 277 sind wir schon gefahren bis jetzt. Ich komme in diesem Moment bei mir zu Hause an und stoppe Runtastic nach 292 gefahrenen Kilometern und 285 sind es laut Fahrzeug und 20,4 Kilowattstunden. Also wir haben hier 2,5%, sollten es ungefähr sein, Tachoabweichung, wahnsinnig viel. Und ihr seht, Durchschnittsgeschwindigkeit 106 km/h, auch nicht sonderlich viel. Wir hatten viele Baustellen, viele Sonntagsfahrer heute dabei. Deshalb ja, die 20,4 Kilowattstunden, das ist okay. Die 2,5% abgezogen müssten wir ungefähr so bei 20 Kilowattstunden sein und somit bei 60 Kilowattstunden Batteriekapazität 300 Kilometer Reichweite schaffen. Ich blende euch das Ganze ein und ja, 0% habe ich das schon gesagt, Restreichweite, 0% Akku und Strich, Strich, Strich Restreichweite. Und ich begebe mich jetzt zur Ladestation und zeichne für euch die Ladekurve auf. Das wird spannend, weil von 0% bis, mal schauen, wie lange ich wirklich lade, wie lange ich stehen bleibe an der Ladestation. Ich finde, die Reichweite ist voll okay, wenn man ausgeht davon, dass man jetzt bis 80% lädt auf der Langstrecke und dann wieder bis so ungefähr 10% leer fährt, also 70% nutzt, dann müssten das so 200, 210 Kilometer Autobahnreichweite sein mit Klimatisierung, ist doch voll okay. Und damit bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Das heißt, also Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Macht's gut, bis bald, euer Raphael.